present. Aksiev wurde zwar in Usbekistan geboren, ist aber wie gesagt Russist, auch russischer Meister gewesen 2002, 2003 und 2005. 1999 war er europäischer Juniorenmeister, hat die Militärweltmeisterschaften in Curragh gewinnen können in Irland. Hat in Catania im folgenden Jahr wiederum die Militärweltmeisterschaften gewinnen können, wurde Zweiter bei den Weltmeisterschaften in Bangkok im selben Jahr. Hat dort Steffen Kretschmann besiegen können und dann schließlich im Finale gegen Odlanier Solis aus Kuba verloren. Ist 2004 Europameister in Pula geworden. War bei den Olympischen Spielen in Athen dabei und gegen wen hat er da verloren? Gegen Odlanier Solis. Ist 2005 dann aber Weltmeister in Mianyang in China geworden. Wie gesagt, seit 2006 ist er im Profigeschäft. Gareth Wilson ist ein Jahr jünger mit 30 Jahren. 1982 geboren, wird also im Juni 31. Ist 13 cm kleiner als Alexejew. Das ist ein recht deutlicher Unterschied, Größenunterschied. Hat 13, 5 und 1 im Kampfrekord zu stehen, also 13 Siege, 5 Niederlagen, ein Unentschieden. Hat seine letzten 5 Kämpfe gewonnen, davor ein Unentschieden und noch ein weiterer Sieg. Seine letzte Niederlage, das war vor 2,5 Jahren gegen Julio Cesar Matthews. In the red corner, coming from Hamburg, Germany, we have Alexander Alexejew. Ja, sein bester Gegner bisher war wohl Omar Shaker, den er 2-mal geboxt hat. Das erste Mal 2010 hat er durch Abbruch verloren. Und dann hat ihn im folgenden Jahr nochmal geboxt. Dabei ging es um die vakante USA-Meisterschaft. Von der WBA, also USBA Championship. Und dabei hat er nach Punkten einstimmig gewonnen. Das war wohl sein bisher bester Erfolg. Sein letzter Kampf auch gegen guten Mann Andres Taylor, der mit einem Kampfrekord von 20, 1 und 2 in den Ring gekommen ist. Und Garrett Wilson darf Garrett, Doppel-T hinten, darf nicht unterschätzt werden. Hier der Mann, Alexander Alexejew, ein hervorragender Techniker, der in seinem letzten Kampf gegen Firat Arslan sehr, sehr viel Glück hatte, um es milde zu formulieren. Hat einfach den falschen taktischen Ansatz gehabt, hat nicht auf seinen Sekundanten Fritz Dunek gehört, der heute wieder dabei ist, wegen einer Erkrankung, die erst später hinzukam. Erst am Donnerstag, glaube ich, war es. Also gestern. Ja, wenn er auf Fritz Dunek hört und tut, was der ihm sagt, dann glaube ich, hätte das gegen Firat Arslan anders aussehen können, aber er hat es nicht getan. This is an Eliminator Cruiserweight IBF Final. Ladies and gentlemen, please stand up for the national anthems.
pozitiv nacionalnim, ne? USA, we have Garrett Wilson with 19 matches, 13-1. Also, die musikalische Vorstellung from Hamburg, Germany, with 26 matches, 23-1. Ladies and gentlemen, this is a cruiserweight IBF final eliminator, 12 rounds match. Mit anderen Worten, das ist ein Ausscheidungskampf, der Sieger sollte. Ah, ja, sehr interessiert, wie er guckt. Ne? Ihm fallen fast die Augen raus. Ah, Lindsay Tucker, na gut. Der Mann, der als IBF-Delegierter diesen Kampf from USA. All right, both boxers receive my instructions in the dressing room. I expect a good ja, wie gesagt, es ist ein Ausscheidungskampf. Der Sieger darf um die IBF-Weltmeisterschaft boxen, aber da wird oft viel erzählt. Wird oft gesagt, das ist er, und dann kommt noch ein Kampf, noch ein Kampf. Das sind so, naja, halbherzige Versuche, offizielle Herausforderer zu etablieren. Aber Sie sehen schon, der größte Unterschied doch recht deutlich, auch eine Auslage, dass was Alexejew besonders gut kann, was er gegen Firat Arslan aber nicht gemacht hat, ist das Distanzboxen. Versuche jetzt zumindest zu Beginn des Kampfes zu demonstrieren, und das bedeutet natürlich, dass die Führungshand besonders aktiv ist. Wenn man so zwei Boxer hat, die mit unterschiedlichen Auslagen arbeiten, so also ein Rechts- und Linksausleger, dann bietet sie es an, auch öfter mal die Schlaghand einzusetzen, ohne mit der Führungshand vorzubereiten. Das funktioniert erstaunlicherweise relativ häufig. Aber man braucht dafür ein bisschen Abstandsgefühl. Ja, Garrett Wilson darf nicht unterschätzt werden, trotz seiner doch recht geringe Erfahrung, wenn man so will. Er will offensichtlich am Mann arbeiten. Er ist ein Bühler, er ist ein Halbdistanzboxer. Eigentlich nicht in der Klasse von Firat Arslan. Ausboxen, genau das ist es. Das mag nicht spektakulär sein, aber es ist sehr, sehr erfolgreich. Jetzt winkt
Wilson dazu, eben dadurch, dass er ihn mal lang hält, sich zu öffnen, wenn er angreift, denn er muss angreifen. Vorwärtsmarschieren allein reicht nicht, er muss auch ein bisschen schlagen, und wenn er steht dabei, macht er natürlich die Deckung auf. Ja, da sah Alshev nicht so gut aus. Da sieht man, dass Wilson Erfahrungen hat, Distanz hat. Während Alexejew da doch eher blass aussah. Allerdings, die Runde war seine, keine Frage. Fritz Dunek, sein Sekundant da mit einigen guten Worten. Und hier die andere Ecke. Aber Fritz Dunek wird von, so sagen wir jedenfalls, Boxer, die beide und oder mehrere Trainer kennen, dass Fritz Dunek der beste Trainer in Deutschland ist zurzeit. Nicht der bekannteste vielleicht, aber definitiv der beste. Aber da gibt es natürlich sehr, sehr subjektive Meinungen. Das Einzige, was sehr, sehr klar ist, Fernsehzuschauer und Leser von Fachzeitschriften sind dann nicht unbedingt die Besten, die dann Urteil darüber abgeben sollten. Denn wie gesagt, die Trainer kennen eigentlich die Boxer am besten. Die sollten abstimmen, wenn es darum geht, den besten Trainer für jedes Jahr zu etablieren. Es sei denn, man sagt, das ist der bekannteste, der Mann mit der größten Fernsehpräsenz. Er muss ein bisschen unsauber sein, das lässt sich bei seinem Stil nicht anders machen. Aber deswegen muss er nicht unfair sein, und das war er bisher auch noch nicht, Garrett Wilson. In Abwandlung eines von eines Spruchs, den man Lukas Podolski zuschreibt, bin mir nicht ganz sicher, ob das zu Recht ist, aber gleich viel. Der Spruch lautet, in abgewandelter Form, Boxen ist ein bisschen wie Schach, nur ohne Würfel. Und da ist ein bisschen was dran, denn die Taktik ist ganz, ganz entscheidend. Bloß es kommen viele, viele andere Dinge mit ins Spiel, die das Ergebnis mitbestimmen. Nicht unbedingt Würfel zugegebenermaßen, obwohl man manchmal sich fragt, auf welche Art und Weise die Punktrichter zu ihren Ergebnissen kommen. Aber wie gesagt, es soll ja ohne Würfel sein. Gutes, solides Boxen von Alexejew bisher. Wilson tut, was er tun muss, aber mit recht beschränktem Erfolg. Genau das Richtige von, er ist oft ein bisschen zu fair, Alexejew, um seinen Gegner in seinen Aktivitäten zu stoppen, ist ein guter Clinch oder Runterdrücken oft das beste Mittel. Ja.
offensichtlich eine populäre Dame. Im Reaktion des Publikums nachzuurteilen. You heard this dude once and you're going headhunting. Boom, set it up here. He do not like it. He's going to tie you up every time. Touch him here. Look to go upstairs with the other hands. Both hands. Do not start swimming. Got me? Got it. All right. Round three. Zwölf Runden, wie gesagt, die Distanz. Die ersten beiden relativ klare Runden für Alexejew. Ich glaube, inzwischen hat er auch ein bisschen besser drauf. Die Arbeit am Mann, die sein Gegner da probiert zu unterbinden. Wenn sie denn schon so nah einander so nah kommen. So wie jetzt, jetzt tut das aber nicht, es bleibt eine Doppeldeckung. Denkst, da passiert auch nicht viel. Immer wieder kommt die rechte Führungshand von Alexejew. Hin und wieder trifft sie auch. Das Ziel, also nicht nur die Handschuhe. Das mit dem Kontern hat Alexejew noch nicht so richtig raus. Schöne Treffer da von Alexejew. Zwei gute Linke am Mund, einmal oben. Das ist der bisher beste Mann, den Errol Cilan in seinem Stall hat, Alexejew. Weltklasse-Mann, Weltklasse-Boxer. Schade von Michael Wallisch, aber wie gesagt, vielleicht kommt er ja nochmal, der Junge. Drauf hat er's. Muss noch ein bisschen mehr Ehrgeiz entwickeln. Disziplin und Ehrgeiz. Ja, das ist unsauber, aber das ist in Ordnung. Das ist nichts Unfaires, was Wilson da macht. Die Runde hat Alexejew trotzdem gewonnen und zwar recht klar. Bisher hat er es eigentlich ganz gut hinbekommen, Alexejew, lang zu bleiben. Wunderbare Demonstration der boxerischen Technik von Alexejew. Sidestep, sein Mann zur Seite.
laufen lassen, ins Leere laufen lassen. Das war ein Ausrutscher, Übereifer. Kein Wunder bei seinem Stil. Aber da braucht man sich keinen Kopf zu machen. Das war eine interessante Stellung. Das ist das, was Nikesiev immer wieder wichtig, wenn man ihm die Möglichkeit gibt, dann ist er technisch wirklich brillant. Ich glaube, heute ist das so ein Tag. Er hat einen nicht allzu technisch begabten Gegner. Der passt vom Stil auch wunderbar zu ihm. Also ein Konterboxer ist Nikesiev nicht, zumindest hat er es heute hier nicht sonderlich hier demonstriert. Ja, die Reichweitenvorteile von Alexiev. Seine Schnelligkeit, die beiden Faktoren allein machen es schon sehr, sehr schwierig für Garrett Williams, Wilson. Ja. Unsauber, und da ist unsauber gleichbedeutend mit nicht zählend, die Zähler, die Treffer vielmehr. Unterarm auf die Hüfte und so, das zählt natürlich nicht. Die Rückblende in der Zeitlupe zeigt nicht sonderlich effizient, was Wilson da macht. Was natürlich auch damit zu tun hat, dass Alexiev ihn ins Leere laufen ließ da. Hier wiederum gute Arbeit. Technisch gute Arbeit. Das war nochmal dasselbe von vorhin, nur aus einer anderen Perspektive. Ja, das war sehr souverän, was Alexiev da in diesen Szenen, die wir da kurz eingeblendet haben, gezeigt hat. Sehr schön gehalten und blockiert von Alexiev. Da konnte Wilson nicht viel machen. Ja, das ist unnötig, was er da macht, Alexiev. Er braucht so dicht an den Mann gar nicht ran. Weiß nicht, wozu er das tut. Das war auch immer wieder das, was er bei Firat Arslan getan hat. Da sieht man sehr auf die, viel zu häufig auf die Hinfahrt- und Halbdistanz-Situation eingelassen. Und Firat Arslan ist ja einer, der unentwegt arbeitet. Da wird nicht lange gewartet, taktiert oder finessiert, da wird einfach geboxt und zwar permanent. Und deswegen hat den Kampf eigentlich gewinnen müssen. Also er hat ihn gewonnen, aber man hat ihm den Sieg nicht gegeben. Alexiev war, wie gesagt, sehr, sehr vom Glück verfolgt.
Ihr macht das allerdings die meiste Zeit nicht nur richtig, sondern sehr, sehr gut. Haben wir ein bisschen Zeit für Wirkungstreffer von Alexejew. Es wäre an der Zeit, dass er da mal ein bisschen stärker hinlangt. Schon um seinen Mann etwas in seine Schranken zu weisen, ihn etwas langsamer zu machen, nicht nur immer wieder am Kopf zu probieren, das macht er dauernd. Er sollte doch stärker zum Körper hinarbeiten. Ja, das kann man Wilson machen, bei jemandem wie Firat Arslan, den kriegt er nicht mehr weg, wenn er so weit dran ist an ihm. Das ist wie ein Terrier. Ja, das war vorhersehbar, was da von beiden Seiten gekommen ist in dieser Runde, aber das bedeutet auch, dass es wiederum eine Runde für Alexejew ist. Ich kann mich nicht erinnern, einen Schlag von Alexejew zum Körper gesehen zu haben. Würde nicht sagen, dass er keinen gemacht hätte, aber ich kann mich nicht daran erinnern. Tja, das ist immer das Problem, wenn die Sekundanten anfangen, Grundlegendes zu erklären. Pang, pang, peng, peng, bum, bum. Was immer ihre Lautmalerei ist. Das Publikum wird ungeduldig. Kann man auch anders interpretieren, man kann auch sagen, das Publikum klatscht Beifall. Ja, da hat er Glück, Alexejew, dass der Ringrichter sofort unterbricht, wenn die beiden aneinander geraten. Das ist natürlich ein sehr viel clevererer Trick als irgendwelche schöne Zähler da von Alexejew. Als irgendwelche Sachen zu erfinden und Leute für Dinge zu bestrafen, die sie nie getan haben. Aber das schränkt natürlich den Bereich ein, in dem Wilson gut ist. Normalerweise sagen die amerikanischen Ringrichter work it out. Aber hier wird sofort frei nach europäischer Methode unterbrochen. Schon wieder, obwohl diesmal die Adresse von Alexejew. Ich weiß, dass es nicht besonders dramatisch ist, nicht besonders aufregend, was Alexejew macht. Aber es ist die einfachste und die effizienteste Art und Weise, diesen Kampf zu gewinnen. Und alles andere ist unnötig. Das
Sieht sehr nach einem Ausrutscher aus. Das ist fair vom Ringrichter. Hätte auch anders entscheiden können, aber das wäre sehr formalistisch gewesen. Naja, es ist immer wieder dasselbe. Der Ringrichter geht immer dazwischen, wenn es ans Eingemachte geht, wenn die beiden aneinander, eng aneinander geraten. Auch diese Runde ist für Alexander Alexejew zu werten, soweit ich betroffen bin. Wir sehen es hier in der Zeitlupe, wie er wunderbar mit seiner Schlaghand durchkommt, aber am Kopf scheint Wilson allerlei wegstecken zu können. Ja, irgendwie sieht das alles nicht so elegant aus, trotz der Schuhe und trotz der Tatsache, dass es ein recht schlankes Mädchen ist. Aber in so einem Turntrikot und so, das haut nicht so ganz hin. Sehr, sehr boxbegeistert sind die Rumänen. Sehr gut gefüllte Halle. Die Nachfrage war groß. Die Presse hat sich sehr ins Zeug gelegt. Sehr, sehr populär. Allerdings gibt es im Augenblick nicht allzu viele gute rumänische Boxer, Profis. Gutes Boxen von Alexejew, gute Mattbewegung und Gegenattacke, aber kein Konter, sondern nur ein Gegenangriff. Das ist da nichts. Der Schweiß vom Ringboden gewischt. Das ist immer das gleiche Problem. Die Werbung, die ja mit irgendwelchen gummierten Farben aufgetragen wird, lässt die Boxer sehr schnell ausrutschen. Und der Wilson ist schon zweimal deswegen zu Boden gegangen. Ja, die sieht er mal kommen. Die sieht er immer kommen. Ja, ich würde mir wünschen, dass Alexejew in der Lage ist, bei einem dieser wilden Angriffe von Wilson mit einer kurzen linken, mit seiner Schlaghand dazwischen zu funken. Aber das ist ihm bisher noch nicht so richtig gelungen. Gute Arbeit wieder, gute Runde für Alexejew. Mäßiger Beifall. Aber darum kann es nicht gehen für ihn. Für ihn geht es darum, das Ding sicher nach Hause zu bringen. In überzeugender Manier. Und das ist das, was im Augenblick passiert. Noch überzeugender wäre natürlich ein vorzeitiger Sieg. Aber
Da muss er zu den Körperpartien übergehen. Ich glaube nicht, dass er Wilson am Kopf ausnocken kann. Tja, es ist wahrscheinlich entweder eine Art Hintrang oder vergebliche Liebesmühe oder beides. Ich würde mal davon ausgehen, dass Garrett Wilson genau weiß, was sein Sekundant von ihm will, aber dass er nicht liefern kann. Ich weiß nicht, so wie sich die Sekundantenecke da vorstellt. Ja, das war auf die Arme. Einen richtigen Körpertreffer sehen, einen richtigen guten, dicken Hammer und das mehrfach. Schon wieder kleiner Rutscher von Wilson. Jetzt wird wieder gewischt, nehme ich mal an. Ja, das ist gut, die Jungs sind flink. Ist also alles vorbereitet. Ja, du machst mal nicht zu gründlich, sonst ist der Abend vorbei. Ja, die Schlackern wollen wir öfter sehen von Alexejew. Ja, der steht einfach blind, Wilson. Muss aggressiver boxen, Alexejew. Ja, vielleicht ist es auch nur eine freundliche Ermunterung des Publikums an die Adresse von Alexejew, was da mit dem Klatschen bewirkt werden soll. Sagen, aber nicht allzu viel Dampf drin. Und wie gesagt, der schlägt immer noch vor allem zum Kopf. Er macht sich, glaube ich, selber schwerer als notwendig. Aber es ist nicht allzu schlimm, denn er ist sehr souverän im Augenblick. Er könnte noch souveräner sein, meine ich. Bang, bang, bang.
Okay? Yep. The big ones. Scheint da eine Trainingsverletzung über dem rechten Auge zu haben, die noch nicht so richtig verheilt ist. Auf jeden Fall sieht die ziemlich lange Narbe recht gefährlich aus. Sie könnte relativ leicht aufgehen, meine ich. Ist ja immer so das harte Narbengewebe. Ist immer sehr, sehr leicht verletzlich. Das ist nicht das Gewebe selber, sondern das führt zu Verletzung der daneben liegenden Haut. Ja, die linke kommt nicht. Die linke kommt, naja, da kommt sie mal. Schön, da war es da und da wieder nur zum Kopf. Also wie einprogrammiert bei Alexejew. Mir ist Alexejew zu passiv. Er gewinnt den Kampf, keine Frage. Es fehlt die Aggressivität. Ja, das war wieder Alexejew, der gehalten hat, aber verständlicherweise hat er den Kopf gehalten. Er will natürlich keine weiteren Platzwunden erleiden. Ja, wiederum glänzend geboxt, aber nicht unbedingt glänzend geschlagen. Alexejew könnte da mehr und besser sein, mehr schlagen und besser sein. Gut, es ist natürlich nicht fair von mir. Ich verlange von jemandem, der wirklich gut boxt, dass er noch besser ist. Ist ein bisschen Haarspalterei, was ich mache, aber es ist berechtigt, meine ich. Mit anderen Gegnern braucht er diese Flexibilität. Bei Wilson reicht es. Bei Firat Arslan hat es nicht gereicht. Ich habe bisher alle Runden zugunsten von Alexejew gewertet. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Kampf für Alexejew. Das ist der erste Kampf nach der Begegnung mit Firat Arslan. Das ist mit Sicherheit kein Selbstvertrauen bei ihm geschaffen hat.
Insofern ist dieser Kampf hier goldrichtig für ihn. Auch die Gegnerwahl. Ein schwieriger Mann, aber einer, den er beherrschen kann. Ja, das war auch ein bisschen zu wild von Wilson, mit dem Kopf in den Mann gegangen, aber alle haben sich hier zurückgehalten. Wilson hat auch nicht unbedingt mit dem Kopf wild gewedelt, also ist auch in Ordnung gewesen. Das heißt in Ordnung, es war ein Fehler, aber keiner, über den man allzu viel sagen muss, ist ja nichts passiert. Immer wieder zum Kopf. Also eine Kombination von Schlagen und Schubsen. Wurzen hat geschlagen und Alexejew hat geschubst. Tja, er kommt da nicht so richtig zur Potte mit Alexejew. Da sieht man es. Die Kombination von Schubsen und Schlagen. Ich meine, wenn man präzise ist, muss man natürlich zugeben, dass der Schubsen illegal ist. Aber der Ringrichter hat ihn bisher dafür nicht ein einziges Mal ermahnt, geschweige denn verwarnt. Tja, auch diese Runde ist klar, die Runde von Alexander Alexejew. Der Boxrisch hat Wilson da nicht allzu viel zu bieten, um mit Alexejew mitzuhalten. Aber er ist physisch sehr stark. Er kommt immer wieder, er versucht es immer wieder mit wilden Haken, die dann eben auch manchmal dazu führen, dass er zu Boden geht oder ins Leere schlägt. Das ist aber immer gefährlich, das kann man nicht leugnen. Er gibt nicht auf. Es gibt eine neue Boxzeitschrift schon seit einiger Zeit, Boxen heute, und es wäre gar keine schlechte Idee, wenn die Leute da auch mal eine Jahresumfrage machen, wer der beste Trainer ist. Muss nicht immer nur der bekannteste Trainer sein, wie ich vorhin schon gesagt habe. Und das wäre dann eine ganz gute Konkurrenz zum anderen Fachjournal, Boxsport. Ist ja gut, wenn zwei gute
Fachzeitschriften existieren, also auch in England so, obwohl da die eine wöchentlich und die andere monatlich erscheint. Das ist natürlich auch so. Beide kommen monatlich hier. Jetzt ist er derjenige, der ausrutscht. Ja, es muss frustrierend sein für den Amerikaner. Entweder ins Leere zu laufen oder auf die Führungshand. Und schon wieder. Ja, so gut wie Werbung ist für den Veranstalter, so schwierig kann es manchmal für die Boxer werden. Denn geschwitzt wird immer. Auch diese Runde gehört Alexander Alexejew. Also ganz ungeschoren ist er nicht davon gekommen. Während Wilson offensichtlich eine Schwellung am unterm rechten Auge hat, ist es bei Alexejew eine Schürfwunde. Das was bringt oder ob es nur Datumwert hat für den Boxer, ich weiß es nicht. Die letzte Runde in diesem Ausscheidungskampf um das Recht, um die IBF-Weltmeisterschaft zu boxen im Cruisergewicht. Lautstarke Unterstützung für den Hamburger Alex Alexejew. Mal eine der wenigen Situationen, wo der Ringrichter den Infight hat weiterlaufen lassen. Das bringt natürlich nichts. Ja,
Ich habe jetzt letztlich auch gesehen, ob da immer so reinziehen, was er gar nicht will. Zwei schöne Treffer wieder, aber seit langem. Die ersten zwei Minuten gehören Wilson. Sollte er schneller machen. Wie lange rumstehen am Mann bringt nichts. Die letzte Sekunde der letzten Runde. Jetzt müsste vielleicht das Klopfzeichen kommen. Das ist der Gong, das ist das wirkliche Schlusszeichen. Und die letzte Runde gebe ich Wilson, ist die einzige bisher. Aber Alexejew hat sich da ein bisschen zu sehr zurückgehalten. Zu sehr auf die Infallsituation eingelassen. Aber ich bin mir sicher, Fritz Dunek ist mit seinem Schützling zufrieden. Ja, das war unabsichtlich, dieser Nackenschlag. War auch nicht besonders toll. Nein, das ist albern von Wilson, was er da macht. Ja, auf die Wertung bin ich gespannt. Bei mir sind es 119 für Alexejew. Und 109 für Wilson. Ja, zwei Brüchen unter dem Auge, unter dem rechten Auge und eine unter dem linken. Die beiden verstehen sich, sie kennen sich noch aus Universum-Zeiten. Das Urteil. So, first judge, Pavel Cardini says. The second 117. Einstimmige Entscheidung. The winner of this Cruiserweight IBF
final eliminator. From Hamburg, Germany, Alexander Alexeev! Ja, die Freude hält sich in Grenzen und die Enttäuschung ebenfalls. Sport der Geste da von Wilson. Das war gutes Boxen von Alexeev. Nichts Dramatisches, aber wirkliche Kunst. Wir machen jetzt eine kurze Pause, aber es geht weiter. Wir haben mindestens noch einen Kampf für Sie, Christian.